Fritz Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 19 Minuten ungefähr hier unter uns im Radio bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen hinzu. Also, wir haben eine freie Themennacht heute und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran an die Telefone 0800 220 50 50 oder faxt mir unter 0800 220 50 51 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Freie Themennacht. Willi ist der Erste. Hallo. Willi ist 47. Ja, hallo. Hallo Willi. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch für deine Sendung. Danke sehr. Sehr nett von dir. Wieder sehr anregend. Ja? Um was geht's bei dir? Jetzt zu mir. Ich habe also ein sexuelles Problem, sage ich mal. Ja? Und zwar geht's darum, ich habe also eine Erektionsstörung, oder nicht Erektionsstörung, falsch gesagt. Ich habe Angst davor, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe dass, oder alleine bin, dass ich den nicht hochkriege. Ne? Beim Onanieren habe ich dieses Problem nicht. Was? Bei was? Beim Onanieren nicht? Mhm. Nee. Und bei einer Frau, also das kann sein, dass ich eine Stunde brauche, bis der steht, oder eine halbe Stunde. Ja. Und wenn ich dann mit ihr schlafe, kann es also sein, dass der entweder, also dass ich auch sehr spät abspritze. Ja? Ja. Also sie ist schon längst fertig und so und hat keine Lust mehr. Ja. Und bei mir hat sich immer noch nichts getan. Oder aber der wird mittendrin schlafen. Ne? Ja. Jetzt habe ich dieses ganze Problem versucht in den Griff zu kriegen, indem ich Viagra nehme. Ja. Ja, da das hat also so mehr einige Frauen schon zur Verzweiflung gebracht, weil das dann noch länger dauert. Ne? Also gut, aber dann ist die Erektion natürlich optimal wahrscheinlich, ne? Oder? Ja gut, aber die Erektion, die lässt dann auch trotz Viagra irgendwann nach. Und dann dauert es wieder eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bis der dann wieder steht. Jetzt habe ich das Ganze im Bordell versucht. Ja. Und ich habe da also damals eine sehr gute Freundin, die da gearbeitet hat, gehabt. Ne? Ja. Die ist also regelmäßig ist ja so runtergegangen von mir und hat gesagt, ja mal, ich kann nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich war immer noch nicht so weit. Mhm. Über welche Zeiten reden wir so? 10 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden? Nee, halbe Stunde schon. Ne? Naja, ist doch okay. Nee, aber ich bin 47, ne? Ich habe dann auch keine Luft mehr und ich kann eigentlich auch nicht mehr weiter, ne? Ja. So, dann muss ich ja erstmal mich wieder erholen. Ja. Und jetzt habe ich das also dann schon mal mit einem anderen Mädchen versucht, die ich nicht kenne. Ja. Und da geht das dann also schon mal etwas schneller, ne? Aber das hat jetzt alles nichts zu bedeuten. Also ich kriege den ja auch hoch manchmal, wenn ich kein Viagra nehme, weil Viagra ist ja kein Dauerzustand. Mhm. Mhm. Nur ich habe jetzt natürlich durch das Viagra noch mehr Angst, dass der nicht hochkommt, ne? Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, weil du dich ein bisschen, ich das jetzt nicht genommen? Weil du dich schon ein bisschen daran gewöhnt hast. Und, ja klar, weil wenn ich das jetzt nicht genommen habe, denke ich, oh Gott, das gibt sowieso nichts, ne? Mhm. Ja, gut, aber wie ich das jetzt verstanden habe, sind es ja 2 Probleme. Einmal das Erektionsproblem und dann auch das Problem, dass es eben alles so sehr lange dauert. Ja, genau. Ne? Wie war das denn? Du bist 47 Jahre alt. War das denn früher auch immer schon so? Pass auf, ich habe früher ein Alkoholproblem gehabt. Ah. Und ich trinke jetzt seit 9 Jahren nicht mehr. Ah. Und ich habe also bis vor 9 Jahren Sex ohne Alkohol nicht gekannt. Mhm. Ich habe also niemals mit einer Frau geschlafen, ohne dass ich was getrunken hatte. Ja, ist natürlich schlecht und hat natürlich seine Spuren jetzt hinterlassen. Hast du mal über das Problem mit dem Urologen gesprochen? Nein. Warum nicht? Und ich habe auch nicht, weil ich nicht den Mut hatte, dahin zu gehen. Ach. Und ich habe auch damals, ich habe eine Therapie gemacht, ich habe auch in der Therapie nicht darüber gesprochen, weil ich da noch nicht wusste. Ja, aber ja? Willi, Karl von 47, ne? Ja. Erzählt so eine intime Sache hier ganz öffentlich. Und der sagt mir auf der anderen Seite, dass er sich nicht traut, zum Urologen zu gehen, der jeden Tag solche Geschichten hört. Das geht mir nicht in den Kopf. Ja, ich weiß auch nicht. Also, Mann! Also, das finde ich schon, das ist jetzt doch so speziell, wie du es geschildert hast, dass das mit einem Arzt besprochen werden sollte. Und da musste erst mal hingehen. Diese Menschen, Urologen, beschäftigen sich den ganzen Tag mit der unteren Region. Also wenn man sich nur wirklich nicht schämen braucht, dann bei denen. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte da immer so eine
ich weiß nicht, Urologe, da habe ich immer so eine Abneigung gegen gehabt, ne? Ja, klar, klingt ja auch nicht so schön und man hat auch Angst, dass der einen da dann rumdrückt und fühlt und so. Aber egal, es geht ja um eine wichtige Sache. Ja, ich meine, ich habe mich ja in den letzten 2 Jahren dann damit beholfen, dass ich dann, bevor irgendwas passiert ist, habe ich mir dann eine Viagra so eine halbe reingeschmissen, ne? Mhm. Und dann war das eigentlich gegessen, ne? Ja, aber gut, das hast du jetzt erzählt, dass dadurch jetzt wieder neue Probleme entstanden sind. Wer hat dir denn die Viagra aufgeschrieben? Das erste Mal habe ich die in Spanien gekauft, da brauchte ich kein Rezept. Ja. Und jetzt hier kriege ich die von Neurologen. Aha. Ah. Der fragt auch nicht weiter. Ja, ich habe dem das gesagt, dass ich ja so eine Erektionsstörung habe. Und dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem, ne? Ja. Also, Neurologen in Ehren ist auch sehr schön, aber ich finde, da gehört jetzt erstmal ein Urologe ran. Sagen wir mal ganz einfach mal, der Effekt dieses Gespräches oder der Sinn dieses Gespräches, das du mit mir jetzt hier gerade führst, oder das Ergebnis, sagen wir so, ist nicht, dass ich dir jetzt irgendwie 3 ganz super kluge Sätze sage und dann hast du keine Erektionsstörung mehr. Nein, pass auf. Halten wir doch mal als Ergebnis fest, dass du nächste Woche einen Termin bei einem Urologen machst. Wären wir einen guten Schritt weiter. Weißt du, warum ich jetzt angerufen habe? Das Erschreckende ist, ne? Wenn ich früher ein hübsches Mädchen gesehen habe oder so, ne? Ja. Dann habe ich schon mal gemerkt, dass da sich so in der Hose was regt. Ne? Ja. Und das ist in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr schon, ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Da kann vorbeikommen oder da kann irgendwo hinter der Theke sein, was will. Ja. Da regt sich nichts mehr. Ja gut, dann kannst du beispielsweise auch bei deinem Urologen mal deinen Hormonspiegel testen lassen, ob noch alles so richtig im Lot ist. Da kann man noch was dran ändern, wenn da etwas nicht mehr im Lot ist. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die man ändern kann, natürlich, absolut. Willi, ja, mein Freund, du gehst schön zum Urologen nächste Woche. Damit das alles wieder richtig funktioniert, wie am Schnürchen, wie du es magst. Ja gut, alles klar. Okay? Jo, danke. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Haben die Jungs Angst, zum Urologen zu gehen? Ich fasse es nicht. Die Jungs ist gut. Der 47-jährige Willi. So, jetzt machen wir weiter mit Jerome, 20. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Jerome, das klingt aber auch sehr poetisch. Nee, klingt eher französisch. Ja, das Französische klingt ja auch poetisch. Okay. Jerome. Ja, ich habe ein Problem mit meiner Ex-Freundin. Warum? Weil ich mittlerweile, also wir sind jetzt mittlerweile 2 Jahre getrennt, haben jetzt wieder einigermaßen guten Kontakt und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt wieder so große Gefühle für sie entwickelt habe, dass es unerträglich ist. 2 Jahre getrennt, wie lange wart ihr vorher zusammen? Schon ein halbes Jahr, aber diese Beziehung, die war so, so dermaßen heftig, wenn ich das so sagen darf, dass wir auch miteinander irgendwie zum ersten Mal Sex hatten. Also es war für mich das erste Mal und für sie das erste Mal. Ach so. Und warum ist sie denn auseinandergegangen? Die Chemie hat halt nicht mehr so gepasst irgendwie. Also sie hat mich ständig kritisiert. Ja. Über irgendwelche Sachen oder Dinge. Ich wurde irgendwie dermaßen eifersüchtig. Mhm. Auf einen Freund, mit dem sie dann irgendwie 2 Monate später nach unserer Trennung zusammengekommen ist. Ja. Und damit konnte sie halt nicht umgehen mit meiner Eifersucht. Okay, dann kam es zur Trennung. Von wem ausgehend? Von ihr. Von ihr ausgehend. Genau. Dann sind 2 Jahre, jetzt sind 2 Jahre vergangen und du bemerkst, dass du eigentlich immer noch oder wieder in die Frau sehr verknallt bist. Genau. Wie oft seht ihr euch jetzt so? Regelmäßig. Hat sie einen Freund? Jein. Also sie sagt, dass sie keinen Freund hat, aber sie hat irgendwie ständig irgendwelche Bekanntschaften, mit denen sie dann, wenn ich das so sagen darf, rumvögelt. Gut, dann hat sie keinen Freund, dann ist ihre Aussage richtig. Ja, deshalb, ne? Sie hat keinen Freund, sie hat Affären. Genau. Und das kann sie auch haben, wenn sie alleine ist. Genau. Wollen wir ihr nicht zu Vorwurf machen. Da habe ich auch vollstes Verständnis auch für und... nur ich kann damit überhaupt nicht umgehen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt große Gefühle auch für sie entwickelt wieder und... Weiß sie das? Eben nicht, das ist nicht das Problem. Mhm. Es äußert sich aber auch bei ihr so, dass sie mir dermaßen Hoffnungen macht. Wir reden über Dinge von damals, was damals abgelaufen ist, also Dinge, die auch nicht schön waren. Ja, und inwiefern macht sie Hoffnung? Inwiefern jetzt? Ja. Ja, dass sie anfängt, irgendwie sich an mich ranzukuscheln und mir so das Gefühl gibt, als wenn ich irgendwie wieder Chance bei ihr, eine Chance wieder aber bei ihr. Es findet keine Erotik bei euch statt? Nee. Abgesehen von dem Kuscheln? Nee. Kein Zungenkuss?
Nee, auch kein Händchen nicht. Halten, nee. Nichts. Mhm. Also, das ist halt auch das Problem irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wenn du jetzt was? Wenn? Diese Nähe jetzt wieder. Ja, verstehe ich. Das kann natürlich sehr, sehr, sehr ätzend sein und sehr nervig und belastend, wenn man wieder in jemanden verknallt ist. Ja. Und man tut so, als wäre man nur gut Freund, ist das natürlich auf die Dauer gar nicht aushaltbar. Ja, nun die Frage, wie soll ich das sagen? Das ist jetzt die Frage, wie jetzt weiter vorgehen. Ich könnte ja fast schon vermuten, ja, dass die das wittert, dass du wieder sehr interessiert bist. Also ich muss dazu sagen, also sie ist kein doofer Mensch, also sie hinterfragt auch viele Sachen und kann sich das auch sicherlich auch schon denken. Ja. Aber nur die Frage, wenn ich jetzt irgendwie ich habe mich jetzt wieder in dich verliebt oder verknallt, ob das irgendwie die Freundschaft dann auch noch irgendwie aushält, ne? Ja, Jerome, irgendwann kommt der Punkt, wo beides unter Umständen nicht geht oder wo man dann verzichten muss. Also nehmen wir mal an, das läuft jetzt so weiter, es ist super, super zermürbend. Ja. Letztendlich, du bist verknallt, aber du kommst nicht an sie ran, du kriegst mit, dass sie andere Typen hat und das ist, es ist kein ordentlicher Zustand. Ja. Wenn du jetzt die Karten auf den Tisch legst und ihr sagst, ich bin wieder verliebt in dich oder wollen wir es nochmal versuchen, besteht natürlich die Gefahr, dass sie sagt, nein. Und dann ist erstmal auch wahrscheinlich die Basis für die Freundschaft. Aber das wird sie auch auf jeden Fall auch sagen. Warum bist du da so sicher? Weil sie echt so ein Mensch ist. Also sie hatte damals zu mir gesagt, wir hatten nach unserer Trennung noch ein paar Monate Kontakt. Mhm. Und sie hatte damals zu mir gesagt, irgendwie, dass es Geschichte ist mit mir. Also wenn Schluss, dann immer Schluss. Ach Quatsch. Wie alt ist sie? Sie ist 20, ja. Und ich bin auch 20. Ja, ich weiß. Gut, das hat die damals gesagt. Nun ist wieder, es ist Zeit vergangen, da können sich auch schon wieder die Gefühle verändert haben. Ja. Vielleicht genießt sie auch sehr eure Freundschaft. Guck mal, sie kuschelt sich an dich. Das ist jetzt sehr, sehr vage gemutmaßt, was da mit ihr los ist. Vielleicht überlegt sie das ja auch und ist sie gar nicht da so weit von entfernt und traut sich nicht. Also musst du den ersten Schritt machen. Okay. Dir geht es jetzt so ans Herz und du rufst sogar deswegen hier an, also musst du was tun. Also leg die Karten auf den Tisch. Das ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Es kann sein, dass diese sogenannte Freundschaft nicht mehr funktioniert. Aber du willst ja auch nicht nur die Freundschaft, du willst ja mehr. Ja, auf jeden Fall. Und, ne, du willst auf jeden Fall mehr. Also bist du mit der Freundschaft eh nicht gut bedient. Das stimmt. Wenn sie dann sagt, nein, auf keinen Fall, definitiv nein, dann ist es vielleicht für dich auch eine Chance, dich ein bisschen von der Frau zu entfernen, weil die blockiert natürlich dann auch dein Leben. Ja. Weil du wahrscheinlich gar keine Augen für andere hast. Das stimmt, also das ist mir auch in den letzten 2 Jahren auch aufgefallen irgendwie. Also die Frau ist noch so dermaßen in meinem Herz drin, dass ich irgendwie... Ja, ja. Also ja, ich eigentlich ständig an sie denken muss. Irgendwie. Dann mach deinem Herzen Luft. Mach's. Okay. Du wirst schon die richtigen Worte finden, so schwierig ist das nicht. Also egal, was man tut, ist es dann schon die richtige Entscheidung. Ja, wenn du es ihr dann kundtust, ja, finde ich ja. Okay. Alles Gute, Jerome. Danke sehr. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Chrissy, 21, guten Morgen. Hallo. Hallo Chrissy, um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, gestern war einer dran, er hieß Alex, glaube ich. Ja? Der hatte mit dir geredet über seine Freundin und den Geschlechtsverkehr, den die beiden miteinander haben. Und, dass sie halt nicht so richtig Lust hat oder so. Ich kann jetzt die genauen Worte sagen. Genau, ja, genau. Hm? Ja, mir geht es eigentlich ähnlich wie dieser Freundin, nur dass ich halt nicht, also ich bin nicht vergewaltigt worden oder sowas, was er da vermutet. Aber mir geht das eigentlich ähnlich. Ich hole da jetzt auch nicht los, wenn mich jemand fragt. Aber ich habe, ich finde da jetzt nicht richtig, warte. Also du hast einen Freund? Ja. Ja, wie lange schon? Seit über 10 Monaten jetzt. Ja, und du hast eigentlich gar keinen Bock, mit dem zu schlafen? Ja, das ist aber generell schon immer so. Also egal mit welchem Freund, also das liegt jetzt nicht an ihm. Mhm. Befriedigst du dich selbst? Ja. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie festgestellt, ich habe nur einen klitoralen Orgasmus und keinen vaginalen. Ja. Und deshalb bringt mir jetzt der reine Geschlechtsverkehr nicht so viel. Das ist zwar im ersten Moment, na, erstmal tut's weh, dann ist es schön und dann habe ich mich dran gewöhnt und dann habe ich keine Lust mehr. Mhm. Und das ist dann so nach einer Viertelstunde ungefähr. Ja, und die Jungs so ein bisschen einzuweihen, so wie du es gerne haben möchtest, dass sie in entsprechender Weise mit dir umgehen? Ja, also mit ihm geht das jetzt eigentlich ganz gut. Allerdings, naja gut, er ist ein bisschen
Er kann das... Verpeilt in der Beziehung. Was, also, was ist er? Ein bisschen verpeilt. Ja, also ich sag zu ihm auch so ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann echt nur noch Schmerzen war, weil irgendwann macht dann halt einfach keinen Spaß mehr. Aha. Und da habe ich halt so gefragt, wie lange denkst du, brauchst du noch? Ah, gleich, jawohl, und am besten drehst du dich nochmal um und dann geht das noch viel schneller. Ja Gott, da habe ich mich halt umgedreht und... Aber ich glaube, dass du da schon viel, viel weiter bist als die Freundin gestern von Alex, weil die, soweit ich mich erinnere, sich auch nicht selbst befriedigt und überhaupt gar kein Interesse an Sexualität hat. Das ist bei dir alles anderes. Ja, schon, ja? Aber jetzt so an sich so, dass mit dem, also ich habe halt festgestellt, dass ich, wenn ich mich selbst befriedige, habe ich eigentlich, weißt du, was ich glaube? Genauso viel davon, wie wenn mich jetzt ein Mann befriedigt, obwohl ich eigentlich das Einzige, was halt bei mir halt was bringt, ist oral. Ich glaube, das ist auch eine Frage, es gibt wirklich nicht viele Männer, die es richtig perfekt gut hinkriegen. Chrissy, so, man muss es leider so sagen. Und bei jungen Männern sind es noch viel weniger als bei den erfahreneren. Und ich gehe mal davon aus, dass du eher junge Typen hattest bisher. Ist so? Ja, naja, so, also 25 auch. Naja, gut, schon. Ja. Da ist es halt auch von der Wahrscheinlichkeit nicht so ganz hoch, dass man da auf jemanden trifft, der wirklich richtig ein guter Sexman ist, ich will es mal so ausdrücken. Er gibt sich ja auch alle Mühe. Also ich kann da jetzt unbeschwert sagen, jetzt mach mal dies und mach mal das. Nur das ist halt wie, er sagt mir, was du willst, aber ich kann halt nicht wie eine Gebrauchsanweisung für meinen Körper starten oder ich kann auch nicht die ganze Zeit da liegen, ja, und jetzt machst du mal ein bisschen das. Wobei ich schon glaube, dass ihr Mädels uns da schon helfen könnt, indem ihr einfach mehr zeigt und vorführt und uns leitet, wie ihr es denn am liebsten habt. Das finde ich schon. Das ist also ein bisschen komplizierter, die Sexualität der Frau, als die Sexualität des Mannes. Ja, aber bei mir beschränke ich das wirklich nur auf oral, ja. Dass ich da wirklich zum Orgasmus komme. Ja. Ich will ja, dass er auch was davon hat. Ja, sicher, natürlich. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, das macht halt mir dann nicht mehr so wirklich Spaß, aber ich mache dann halt damit, ja. Ja. Was für einen Rat hättest du denn an das Mädel zum Beispiel, an die Freundin von Alex? Ja, sie muss mit dem reden. Ja. Also wenn sie wirklich weiß, was ihr gefällt, ja. Auf jeden Fall... Dass sie jetzt prüde ist, glaube ich nicht mal. Und dass sie vergewaltigt worden ist, glaube ich auch nicht. Du hast gerade den entscheidenden Satz gesagt. Wenn sie weiß, was ihr gefällt, ich glaube, das muss jede Frau erstmal richtig gut erkunden, was ihr gefällt. Ja? Und dann kann sie guten Sex mit sich selbst haben und guten Sex mit anderen, mit anderen oder mit Männern haben. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich selbst befriedigt, geht das auch viel einfacher, weil ich brauche nicht lange, um dass ich zum Orgasmus komme. Ja. Und wenn das ein Mann macht, dauert das dann schon länger, eher dann nur dann endlich den Punkt trifft und... Also, die richtige Geschwindigkeit und was weiß ich, was da nicht alles ist. Genau. Also der wichtige Hinweis, reden und sagen, was ihr gefällt. Ne? Das war der entscheidende Satz gerade. Ja, genau. Danke, Chrissy, für deinen Anruf. Ja. Gut. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein paar Minütchen Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. We'll be right back.
So, ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen. Im Radio haben wir schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ihr kennt das Prozedere ja, dann ruft ganz einfach an, mailt oder faxt. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Klaus ist hier. Klaus ist 31 Jahre alt. Hallo Klaus. Hallo Domian. Hallo Klaus. Dein Thema. Mein Thema, das ist Fußfetisch. Fußfetisch? Richtig. Du bist ein Fußfetischist. Genau. Erklär mal ein bisschen mehr, erzähl mal ein bisschen, auf was für Füße stehst du? Ja, also erstmal A, sollten sie gepflegt sein. Auf Frauenfüße? Ja, richtig. Ja. Mhm. Nicht allzu groß, ich sag mal so eine normale Größe, was Frauen haben, 39, 38, 40, sowas um den Dreh. Also ein schöner Frauenfuß von Größe 42, 43 wäre nicht so dein Ding? Wäre ich auch nicht abgeneigt. Ach so, ich dachte, du wärst, okay. Also, aber das Normalere ist dir lieber? Ja, sag ich mal so, ja. Er muss gepflegt sein, er darf nicht müffeln. Unter anderem. Ja. Des Weiteren darf er keine, oder sollte er keine Hornhaut haben, weil das habe ich jetzt schon bei vielen Frauen beobachtet, dass sie sehr ungepflegte Füße haben, in Form, dass sie halt nicht diese Hornhaut entfernen lassen oder selber machen oder. Ja. Und weiß ich nicht, das tönt mich dann also absolut ab. Kurzer Zwischensatz, weißt du, was ich für eine Beobachtung mache? Ha. Ich finde, dass wenn, dann Frauen sich eher die Füße pflegen und schön machen als Männer. Die meisten Männer achten da überhaupt nicht drauf. Wenn man da genauer hinguckt, geht man laufen, wenn man sich die Fußsohlen so anschaut. Okay, also du magst auch keine Horn am schönen Frauenfuß. Wie ist es mit den Nägeln? Sollen die schön lackiert sein und natürlich schön geschnitten wahrscheinlich? Oder erzähl. Ja, genau. Also lackierter Zehennagel oder Fußnagel. Ja. Und halt sehr schön gerade geschnitten. Ja, bevorzugst du eine bestimmte Farbe? Ja, ich sag mal so eher so im Rotton. Im Rotton, dachte ich mir auch, ja. Des Weiteren sollte der Zehennagel oder die Zehennägel nicht allzu lang sein. Genau. Ich sag mal so ein gesunder Schnitt am Nagel. Ja. Wenn der Fuß dann noch in so einem richtig geilen Thumbs High Heel oder ähnliches verpackt ist. Dann geht Klaus ab wie eine Rakete. Ja. Ja. Also das ist absolut der Wahnsinn. So, mein Problem ist jetzt aber. Ach so. Jetzt kommt ja die Sommerzeit. Oh je, das ist ja für dich ein Martyrium, wenn du rausgehst. Ja, du richtig. Rennst ja hechelnd durch die Straßen wahrscheinlich, ne? da ein Fuß, da ein schöner Fuß. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. So ähnlich, ja. Ist das wirklich so krass? Ja. Also der erste Blick geht an die Frau selber, so im Gesicht und dann. Also wir gucken natürlich den Frauen immer zuerst in die Augen, ist klar. Ne? Ich achte bei der Frau als erstes aufs Gesicht. Ja. So, und der zweite Blick geht sofort runter auf die Füße. Sofort auf Füße, nicht Busen, Po? Nichts, gar nichts. Hüfte, sowas. Das kommt später. Ja. Ja, wie gesagt, also jetzt im Sommer ist das sehr schlimm. Da weiß ich teilweise nicht, wo ich zuerst hingucken soll, wenn da hübsche Frauen laufen. Ist das so ein Reizmuster für dich, oder so ein Reiz, dass du da fast eine Erektion von bekommst? Ja. Ehrlich, so ausschlaggebend ist das. Ja. Ja. Also das ist für mich sehr wichtig. Und wie gesagt, mein Problem ist jetzt, ich bin jetzt anderthalb Jahre solo. Ja. Und ich traue mich halt nicht, wenn ich eine hübsche Frau sehe, auch mit hübschen Füßen. Ja. Und die auch vernünftig und geil verpackt hat. Ja. Ich traue mich halt nicht hinzugehen, ihr zu sagen, hier, pass mal auf, so und so. Weiß ich nicht. Also pass mal auf so und so. Was genau? Dass sie halt hübsche Füße hat. Ja, du musst ja nicht gleich am Anfang sagen. Käme ich mir als Frau auch blöd vor, wenn plötzlich Klaus käme und sagte, hey, du hast aber schöne Füße. Da würde ich eher als Frau auch laufen gehen, glaube ich. Hm. Wenn du eine Frau suchst, geht es hoffentlich nicht nur um die Füße. Nein. Du möchtest, du bist auf der Suche nach einer Freundin. Du hättest unter gerne. Anderem, ja. Wie unter anderem? Was suchst du denn noch? Ein Freund? Nee, also wie gesagt, ich bin schon auf der Suche nach einer Frau. Das ist mir schon klar, die auch tolle Füße hat. Ich meine, du bist schon auf Beziehungssuche.
Ja, ne? Richtig. Und da wäre das Optimale für dich, wenn du eine Frau fändest, die natürlich auch dem Rechnung trägt, was du so gerne hast, nämlich schöne Füße. Richtig. Ne? Ja. Mhm. Gut, das musst du doch dann wirklich eine Frau, wenn du sie toll findest, wenn der erste Eindruck stimmt, musst du ihr doch nicht gleich auf die Nase binden, dass du nun total scharf bist auf ihre Füße. Ja, nee, das ist ja nicht das Problem. Also ich denke mal, dass ich auch mit einer Frau gut umgehen kann und mich vernünftig mit ihr unterhalten kann und so weiter, ja. Mhm. Nur das Problem an sich ist, wenn ich die Situation soweit habe, dass ich Kontakt, wenn ich den Kontakt erstmal habe, ja, nur bis dahin habe ich eine Blockade und eine Hemmschwelle und diese Angst halt, wie man so schön sagt, einen Korb zu kriegen. Gut, das hat aber jetzt mit dem Fußfetischismus nichts zu tun. Das haben ja ganz viele Leute, die einfach Angst, dass sie Angst haben, einen Korb zu kriegen. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Themen. Ja. Ne? Nur wenn ich dann an der Frau vorbei bin, ja, und was ich jetzt 5 oder 10 Minuten vergangen sind, dann könnte ich mir auf gut Deutsch gesagt in den Arsch beißen, dass ich mich nicht angesprochen habe. Ja, klar. Und lass uns da gleich noch darauf zurückkommen. Ich will mir noch ein genaueres Bild von diesem Fetisch machen, den du hast. Wenn du mit einer Freundin zusammen bist, ja, reden wir über deine letzte Beziehung. Wie lang lief die? Ich war 3 Jahre mit meiner Ex-Frau verheiratet. Ach, verheiratet sogar. Mhm. Ja. Wurde das damit eingebunden, sehr, sehr eingebunden in eure Sexualität, ihre Füße? Nicht zu sehr, aber doch schon. Du hättest gerne noch ein bisschen mehr gewollt. Ja, doch. Ja. Aber doch. Das ist so bei dir, dass du durchaus auch gerne mit einer Frau, ich sag jetzt mal, normal schläfst und auch normalen oder auch oralen Sex hast. Es muss nicht immer der Fuß dabei sein. Nein, also um Gottes Willen, das wäre ganz schlimm. Also es gibt ja so ganz extreme Leute, die sich um gar nichts mehr kümmern, die interessieren sich nur für die Füße, alles andere ist denen egal. So ist es bei dir nicht. Nee. Also wenn ich mit einer Frau schlafe oder so, dann kann es schon mal passieren, dass ich beim Sex halt ihre Füße in die Hand nehme. Na gut. Nur um ja dieses Gefühl zu haben. Ja. Also würde ich sagen, ist das noch sehr, sehr, sehr normal bei dir, dass du eine relativ normale Sexualität hast, aber dass du sehr viel Wert auf Füße legst und auch dass erotische Reize ausstrahlt, diese Region der Frau, nämlich die Füße. Ja, richtig. Mhm. Nur ich hatte gerade mit deinem Mitarbeiter schon gesprochen. Ja. Und wir hatten kurz gesprochen miteinander und da war der Fall vor Jahren mal. Da hatte ich in der Disco eine Frau kennengelernt, ja, sollte ein One-Night-Stand werden. Ja. Wie gesagt, sollte. Mhm. Und wir sind nach Hause gefahren. Die hat sich ausgezogen. Ich habe ihre Füße gesehen. Mhm. Ja. Die haben mich sowas von abgestoßen. Mhm. Hat gesagt, ich sag, zieh dich wieder an, ich kann nicht. Ja. Kann ich auch verstehen, wenn ich mich in dich hineinversetze. Wenn einem das so viel wert ist, dass die Füße, ja, schön sind, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man dann auch keinen Bock auf irgendwas anderes hat. Wenn die Füße allerdings stimmen, machst du gerne auch alle anderen Sachen, die man so normal nennt. Richtig. Ne? Ja, so. Ich mache auch noch andere Sachen. Noch? Das gehört jetzt hier nicht zu. Doch, das will ich jetzt wissen. Das will ich wissen. Noch andere Sachen. Was denn noch? Ich stehe zum Beispiel auf Analverkehr bei Frauen. Ach so, na gut, das ist ja, ein Klassiker auch schon fast. Natursektspiele, sowas in der Richtung. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie was ganz Geheimnisvolles. Nee. So, Klaus, du hast Angst, einen Korb zu bekommen. Mhm. Was hilft dagegen? Da hilft nur eine ganz, ganz, ganz simple Verhaltensweise. Nämlich die Frau entscheiden lassen. Ja, und wenn man einen Korb bekommt, sich sagen, okay, Die nächste steht schon an der nächsten Ecke. Nur so geht's. Ja. Nur so geht's. Das ist der einfachste Rat überhaupt. Dass man nicht Angst davor hat, sondern dass man sich sagt, okay, ich versuche es halt, wenn es nicht klappt, okay, dann klappt es nicht, aber ich habe es zumindest versucht. Ich muss mir keine Vorwürfe machen. Ich muss mich selbst nicht in den Hintern treten, wie du es gerade gesagt hast. Hm. An der nächsten, vielleicht in der nächsten Stunde gibt's eine andere Gelegenheit. Ran an die Frauen, wenn du scharf bist. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich absolut hässlich bin oder so. Nein, glaube ich auch. Das ist ja nicht das Problem. Nein, du bist ja auch ein netter Typ, so. Man kann ja gut mit dir reden. Also, danke. Das muss doch funktionieren. Und wenn du ein bisschen schüchtern bist, ist doch auch süß. Finden die Frauen doch auch nett, wenn du ein bisschen vorsichtig daran gehst. Du sollst sie ja nicht wie der letzte Reißer anbaggern, sondern machst auf deine Art. Ja, ich denke mal, die ist schon ganz in Ordnung. Nur wie gesagt,
Und wie gesagt, bis ich soweit bin, ne? Ja, gut. Ja. Und bind Ihnen das nicht gleich auf die Nase mit den... Nee, das meine ich jetzt nicht. Bis ich soweit bin, um diese Frau überhaupt anzusprechen. Ja. Das ist der Kasus knackt. Ja, ist mir klar. Aber du musst es einfach tun. Mehr kann man dazu nicht sagen. Lieber Klaus, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer mit vielen, vielen Spaziergängen. Wenn du es gar nicht mehr aushältst, setze ich im Flieger und flieg irgendwo in Norden nach Grönland, da haben die Leute alle Schuhe an, dicke Schuhe. Da ist das Problem auch gelöst. Ja, ich werd drüber nachdenken. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Thomas, 22. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo Thomas. Ja, und zwar mein Problem ist eine Frau. Ach was. Ja, ja. Inwiefern? Ich habe vor 1,5 Jahren eine Frau kennengelernt. Ja. Die ist 14 Jahre älter als ich. Ja. Hat 2 Kinder und ist verheiratet. Ah, jetzt wird's problematisch. Ja. Und du hast seit 1,5 Jahren mit der eine Affäre? Ja. Eine heimliche Affäre? Ja, das 2 Monate war heimlich. Und der Rest, da weiß er dann Bescheid schon, ne? Wie? Der Mann weiß jetzt Bescheid? Der weiß jetzt Bescheid, ja. Und wie hat der reagiert? Naja, wie soll er reagiert haben? Wie reagieren denn solche Männer denn, wenn die wissen, dass ihre Frau eine Affäre haben? Gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ja. Also er war nicht sehr erfreut, ne? Ja. Er war nicht sehr amüsiert darüber. Genau. Ja. Er hat mich dann ein paar Mal angerufen, hat dann gefragt, also, was das soll, das kann nicht sein, du machst alles kaputt und so, ne? Mhm. Und ob wir uns mal treffen können, aber dann hat er doch wieder Rückzieher gemacht. Dann. Aber nicht in dem Sinn, dass er dich zusammenschlagen will. Nein, nur reden. Ja. Naja, und ich kannte ihn ja auch vorher schon. Du kennst, ihr seid bekannt miteinander. Naja, was heißt bekannt? Also 2 Tage kannte ich ihn so. Ne? Ja gut, das ist ja nicht lang. Nee, das ist nicht lang. Ja. Wie ist das überhaupt rausgekommen? Durch Zufall oder hat sie es ihm gebeichtet? Nee, das war, wir hatten uns viel SMS geschrieben. Ja. Weil wir wohnten, ich bin da von Rostock, bin ich dann da in der Nähe von Stuttgart gezogen, wegen Arbeit. Ja. Ne? Und dann hatten wir uns dann viel SMS geschrieben gehabt. Mhm. Und sie wohnt wo? Die wohnt auch da in der Nähe, also 5 Kilometer entfernt, wo ich da im Hotel untergebracht wurde. In der Nähe von Stuttgart? Ja, in der Nähe von Stuttgart, genau. Und da haben wir uns viel SMS geschrieben. Und jetzt muss ich mal fragen, wo habt ihr euch denn kennengelernt überhaupt? Im Hotel. Sie hat im Hotel gearbeitet. Ach so. Ja? Und da, wo ich dann geschlafen habe, da haben wir uns unten kennengelernt. Ne? Das war vor 1,5 Jahren? Vor 1,5 Jahren, ja. Und wie ist das jetzt bei ihm rausgekommen, dass da was läuft? Ja, er hat da wohl, er ist schon so eifersüchtig immer gewesen. Ja. Ne? Und dann hat er wohl das Handy mal genommen und hat dann durchgeguckt und hat die ganzen Nachrichten da gefunden. Ne? Was durch die Handys alles rauskommt? Ja. Ne? Was da schon alles aufgeflogen ist. Na, ja. Mann. Ja, so. Das ist das Problem da. Ne? Und nu? Ja, und nun lief das auch eine ganze Zeit. Ich musste dann auch wieder nach Rostock, weil arbeitsmäßig ist dann nichts mehr gelaufen. Mhm. Und ein halbes Jahr weiter mehr in Rostock. Mhm. Und haben uns auch telefonisch Kontakt gehabt, alles, ne? Mhm. Und auch geschrieben und dann auch mal getroffen wieder. Ja. Und jetzt bin ich wieder hier. Nun sind wir aber 60 Kilometer entfernt. Ja. Ne? Und ja, nun treffen wir uns auch 2-mal die Woche. Ja. Ja, genau, 60 Kilometer ist ja nicht so viel. Das geht immer noch, anstatt von 800 Kilometer, ne? 800 und dann... Genau, du bist nach wie vor verliebt oder groß verliebt in diese Frau. Ja. Das ist für dich eine große Liebe. Ja, auf jeden Fall. 14 Jahre älter, ja. 2 Kinder verheiratet. Ja. Wie ist denn das für sie? Jetzt weiß ihr Mann, weiß Bescheid. Hat sie nicht die Hölle da zu Hause und ist da nicht irrer Druck und Nerverei? Doch, auf jeden Fall. Mhm. Aber sie hat jetzt erzählt vor einem halben Jahr, also da ist nichts mehr, da läuft nichts mehr. Ja. Ne? Sodass sie dann ein bisschen Ruhe hat vor ihm. Ne? Ja. Und sie traut sich auch nicht, die Scheidung einzureichen, weil sie hat Angst, dass sie die Kinder verlieren kann und dass sie das Haus verlieren kann. Ja. Weil am Haus hängt ja auch sehr viel, weil die Eltern damit gebaut haben und so und die Eltern sind verstorben. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ne? Das ist ja mein Problem. Ja. Also ich möchte nicht direkt erstmal die Scheidung, sondern dass sie nicht mehr mit ihnen zusammen wohnt. Ne? Mhm. Wenn sie ihn auch, sie hat auch gesagt, sie liebt ihn nicht mehr, da ist gar nichts mehr, da ist überhaupt nichts mehr. Ne? Ja, ja. Und oder dass er sich mit ihm mal hinsetzt und mit ihm darüber redet, mal hat sie auch noch nicht gemacht. Ne? Mhm. Also deine Perspektive wäre schon, dass du sagst, ich möchte nicht irgendwie das 5. Rad am Wagen da sein in der nächsten Zeit, sondern ich möchte schon irgendwann, also in einer gewissen Perspektive, auch mit der Frau wirklich zusammen sein. Ne? Auf jeden Fall. Und dann bist du auch bereit, dich mit um die Kinder zu kümmern. Ja, klar. Wie alt sind die Kinder? Also der Kleine, also der ist 4 Jahre. Ja. Und die Große ist 13 Jahre. Ne? Ja, schon 13. Ja, ja. Die hast du schon kennengelernt? Kenne ich. Und mit denen kommst du klar? Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ja. Das ist immer die Situation dessen, der jetzt dazukommt. Also jetzt in deinem Fall deine Rolle. Ah.
Natürlich hat jemand wie deine Freundin Angst, sich aus diesem gewohnten Umfeld da zu lösen. Da sind finanzielle Sachen, wie du sagst, mit dem Haus und Angst mit den Kindern und weiß ich was alles. Aber es sind auch viele Ängste, die, wenn man sie genauer beleuchtet, gar nicht begründet sind. Und letztendlich musst du darauf hinwirken und auch einen gewissen Druck auf sie ausüben, dass sie da eine Konsequenz zieht und eine Entscheidung fällt. Das muss ja nicht gleich morgen sein, aber es läuft ja immerhin schon anderthalb Jahre mit euch. Mhm. Ne? Und sie macht eine klare Aussage, dass diese Ehe völlig kaputt ist. Ja, klar. So, dann kann man es eigentlich erwarten als Geliebter, jetzt in deinem Fall von deiner Seite aus, dass sie dann auch die endgültigen Konsequenzen zieht. Ja, sie hat ja auch zu mir gesagt, sie hat auch Angst vor mir, also jetzt sich von ihnen scheiden zu lassen. Ja. Und sie weiß nicht, was ich für ein Typ bin, ne? Ob ich das überhaupt ernst meint, hat sie Angst vor, ne? Aber nach anderthalb Jahren hat finanzielle Sachen, ob ich überhaupt auf eigene Beine stehen kann oder jetzt zum Beispiel einen Führerschein habe ich jetzt zurzeit auch nicht mehr, ne? Mhm. Habe ich auch verloren, da hat sie. Gut, aber ich meine, sie kennt dich erst anderthalb Jahre. Und das ist dann auch wiederum ihre Entscheidung und du musst es ihr beweisen, dass du das schon schaffst und dass du es auch ernst meinst. Ja klar, auf jeden Fall. Ja? Also das sind immer zwei Sachen, das sind zwei Leute ziehen da an einem Strang. Du musst beweisen, dass du es wirklich ernst meinst und dass du es schaffst. Sie muss wiederum auch so viel Mut haben und konsequent sein und aus ihrer Beziehung rausgehen. Und da kannst du, finde ich schon, hast du schon ein Recht darauf, einen gewissen Druck auszuüben. Ja, auf jeden Fall. Natürlich kannst du sie nicht zwingen dazu, das ist klar. Das stimmt, ja. Die Frage ist nur, wie lange du sowas mitmachst. Ist immer die Frage. Machst du es noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr oder sagst du dann Schluss aus, also so möchte ich nicht leben auf Dauer? Irgendwann, wenn das so weiter mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Also irgendwann ist schon so Schluss. Das musst du ihr klar machen. Dann müsst ihr einfach einen Kompromiss finden, wann so dieser Übergang stattfinden soll. Sie muss ja auch nicht sofort mit dir richtig zusammen sein, zusammenziehen. Nein, habe ich dir auch gesagt, auf keinen Fall. Ne? Ja. Das muss ja nicht sein. Nein. Also sie traut sich einfach nicht. Sie hat einfach Angst, also sich von ihm loszureißen oder sich von ihm zu trennen. Sie muss es machen. Ich kann ihr nicht dabei helfen und du kannst ihr auch nicht dabei helfen. Ja. Es ist ihre Entscheidung. Sie ist eine erwachsene Frau, die das alleine durchziehen muss. Ja. Und du musst ihr das so klar machen, dass wenn sie es nicht tut, dass eure Beziehung unter Umständen kaputt geht. So, und wenn sie es dann immer noch nicht tut, dann ist aber auch nicht viel mit ihr los, sag ich mal. Dann ist nicht mehr viel zu machen. Ja. Thomas. Ja, nützt nichts. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Alles Gute. Schöne Grüße nach Stuttgart. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüssi. Carola, 25. Hallo, Carola. Ja, hallo. Ja. Mein Thema ist, mein Mann ist wie Muttersöhnchen, in Anführungszeichen. Dein Mann ist wie ein Muttersöhnchen? Ja. Oder ist ein Muttersöhnchen? Ja, so. Schon. Wie alt ist er denn? Der wird 28. Mhm. Ihr seid verheiratet, wie lange schon? 6 Jahre. Fast. 6 Jahre schon? Ja, schon. Wow. Lange. Jung geheiratet? Ja, schon. Kinder? Nein. Keine Kinder? Nein. Warum so früh geheiratet? Bitte? Warum damals so früh geheiratet? Ich weiß nicht, nur weil wir uns lieben auch. Ja, und hat sich so ergeben? Schon, ja. Ja. So, jetzt sagst du, der ist wie ein Muttersöhnchen und das ist ein Muttersöhnchen. Wie? Ja, also es hört sich immer so hart an, wenn man das sagt, aber es ist schon. Sag mal ein paar Beispiele, damit ich mir das vorstellen kann. Ja, also, es ist, zum Beispiel, ich habe 4 Hunde. Mhm. 4 Hunde? 4 Hunde, ja. Warum 4 Hunde? Weil es ist so, ich habe auch nicht eine gute Kindheit gehabt und meine Hunde geben mir Kraft, sozusagen. Verstehe. Ja. Mhm. Und ich finde das toll, so zu leben, und ich finde das vollkommen gut. Mhm. Und er schafft es zum Beispiel nicht, seinen Eltern zu sagen, wir haben 4 Hunde. Weil die Eltern könnten vielleicht damit ein Problem haben. Moment mal, aber ist es nicht so irgendwie normal, dass Schwiegereltern und Eltern einen auch mal besuchen und das sehen? Nö. Die kommen nicht bei euch vorbei? Die kommen dann nicht hierher, nein. Die kommen, wie weit wohnt ihr auseinander? 5 Kilometer ungefähr. Wie, 5 Kilometer, und die besuchen euch nie? Nein. In der ganzen Ehezeit jetzt nicht? Also der letzte Hund ist erst vor kurzem dazugekommen, also ist noch nicht so lange, aber nö. Ach, die wissen schon, da ist ein Hund, einer vielleicht oder zwei? Die wissen von dreien. Von dreien, ah, ja. Und der dritte war schon, oh Gott, das war schon ein Kampf. Wie oft haben die Schwiegereltern euch, die ihr 6 Jahre verheiratet seid, denn überhaupt mal besucht in den 6 Jahren? Oh, 4-mal vielleicht. 4-mal, dann ist das Verhältnis aber auch nicht so dolle, ne, oder? Nö,
Nö, kann man so nicht sagen. Also ist es nicht so toll, weil ich kämpfe mit der Mutter förmlich. Also er schämt sich seiner Mama zu sagen, hier, wir haben... Nee, seiner Mutter nicht. Also er hat, seine Mutter weiß es auch, dass wir vier Hunde haben, weil ich ihn einfach irgendwann auch die Pistole auf die Brust gesetzt habe und gesagt, du musst es denen sagen einfach. Okay, ich habe es gerade so verstanden, das wussten die das noch gar nicht. Der Vater weiß es nicht. Also die Eltern als zusammen wissen, der Vater weiß es einfach so. Nicht. Also die würden zusammen nicht hierher kommen. Sag mal noch ein Beispiel, wo du sagst, der ist eher zu abhängig und der ist ja zu schüchtern. Und wenn seine Mutter zum Beispiel irgendwie heute wollte sie mit ihm in die Stadt gehen und er hat abgesagt und dann hat sie irgendwie direkt scheiße reagiert, also sie hat dann voll beleidigt irgendwie aufgelegt und mein Mann ist dann irgendwie, oh Gott, traurig und irgendwie so, zieht das mit in unsere Ehe rein so. Und macht dadurch unsere Harmonie kaputt. Gut, das kann ja vielleicht mal passieren. Das finde ich jetzt, noch nicht so ein gravierendes Beispiel. Hast du noch was mich... Das ist so viel passiert, also so... Wenn man sagt, mein Mann ist Muttersöhnchen, ist das ja schon ein heftiger Vorwurf. Das heißt ja, für mich heißt das immer so, wenn man das sagt, der ist sehr abhängig von seiner Mutter und der hört eigentlich mehr auf seine Mama als auf mich, seine Frau. Ja, so kann man das sagen, aber so konkrete Beispiele, weil halt so viel Gewalt passiert. Also es ist halt so, ich habe viel Gewalt verdrängt. Hast du gerade gesagt, Gewalt ist passiert? Auch, also es ist Gewalt auch und geballt. Ach, also Gewalt. Zu viel, dass ich halt auch vieles einfach dann verdrängt habe und vergessen habe, so schnell wie es geht. Ja. Was ist denn an Gewalt passiert? Ja, es ist halt so, es steigert sich extrem, also wie heute dann zum Beispiel, es artet dann aus, also ich werde dann aggressiv, weil ich möchte mit ihm darüber reden, was mich stört, wie die Mutter sich verhält. Ja. Und er blockt mich ab total. Und es ist dann auch so, vor allen Dingen, es stört ihn selber, wie es ist. Und er geht dann auf die Hunde los. Also er sucht sich den Niedrigen, um seine Wut loszuwerden. Er geht auf die Hunde los und dann habt ihr euch auch in den Haaren, weil du natürlich die Hunde schützen möchtest. Extrem, ja genau. Wie oft kommen denn solche Konflikte vor? Also in letzter Zeit nicht mehr, weil ich habe ihn auch rausgeschmissen. Also es geht nicht mehr. Wie? Ach, der ist gar nicht mehr jetzt. Er ist schon da, im Moment ist er noch da. Also er ist immer mal wieder da und im Moment war er ein paar Tage da und sofort wieder dieser riesige Konflikt entstanden. Und wo wohnt er, wenn er nicht bei dir ist? Ja, bei seinen Eltern. Ach, bei den Eltern. Ja. Ach so. Wieder. So, was empfindest du denn für deinen Mann noch? Ja, es ist, ich liebe ihn schon. Wir sind als Team wir sind schon auch ein gutes Team. Aber er muss das irgendwie mit seinen Eltern klären. Aber er blockt es so ab, das gibt's überhaupt nicht. Ich versuche ihm schon auch seit Jahren Beispiele irgendwie vor Augen zu führen, ihm zu erklären, dass es einfach, weil es nicht normal ist. Also kann das sein, dass du vielleicht auch ein bisschen sehr mächtig da regierst? Man könnte jetzt sagen, ich weiß es nicht, ich will dich nicht beleidigen, ich sag's nur so. Man könnte ja denken, die Carola, die hat die Hosen da an und die buttert ihn ganz schön unter und er flüchtet da irgendwie immer wieder in sein Elternhaus. Schon, aber so ist es nicht. Nein. Also ich denke, seine Mutter und ich, wir kämpfen einfach, wir ziehen schon sehr an ihm. Das kann schon auch sein, aber ich versuche ihm einfach aber auch zu zeigen, dass, also ich will ihn ja nicht, komm zu mir und ich will dich regieren oder sowas, das will ich gar nicht. So, Carola, jetzt muss ja was geschehen. Ihr seid 6 Jahre zusammen, du sagst, ich liebe den Mann. Ja. Sagst du es wirklich aus vollem Herzen oder sagst du nur, ich habe ihn mal geliebt und wir haben tolle Sachen miteinander erlebt? Liebst du ihn heute aktuell? Ja. Ja, okay. Hast du den Eindruck, dass er dich auch nach wie vor liebt? Ja, natürlich. Trotz aller Zankerei und Querelen und so etwas. So, dann müsst ihr beiden was unternehmen, dass ihr eure Ehe und eure Liebe rettet. Ja. Ihr könnt das nicht. Das ist es ja. Ihr seid wie Hunde, die ineinander verbissen sind. Ja, genau, das ist es. Und es ist einfach auch das Problem, dass er es nicht, also ich würde mir ja wünschen, er würde zum Therapeuten gehen. Nein, ich wünsche mir, dass ihr beiden zusammen zu einer Eheberatung geht. Ja, das haben wir schon gemacht. Also wir waren auch schon mal vor, also ist schon auch länger her. Ja. Und da wurde mir aber auch gesagt, also Recht haben ist in dem Fall vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich sage es jetzt einfach so, dass ich auch einfach Recht habe. Wie viel Mal wart ihr da? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Schon auch ein paar Stunden so. Ja. Wie lange ist das her? Das glaube ich so 2 Jahre oder so. Ja. Also ich denke, ich glaube, es liegt einfach auch nicht an mir. Ich kann einfach für mich nichts mehr tun. Mhm. Ich kann ihm auch nicht, weil er lässt es nicht an sich ran. Also sobald ich ihm sage,
pass auf, so und so sehe ich das. Er blockt ab sofort. Wupp. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ne? Weil ich seine Sichtweise würde ich jetzt gerne hören. Das wäre interessant. Naja, klar. Und so wär's natürlich dann bei einer Eheberatung, dass beide Parteien erstmal sich richtig aussprechen können und der Eheberater dazwischen sitzt und versucht zu vermitteln und so weiter. Mhm. Ich würde dennoch nochmal dazu raten, Carola, dass ihr das nochmal macht. Weil wenn du jetzt sagst, ich glaube, er ist schuld und er soll eine Therapie gehen und wenn du ihm das so vor den Kopf knallst, macht der dicht und fühlt sich wieder wie du es auch willst, in der Ecke des Schuldigen. Interessanter wäre es ja, wenn das jemand von außen zu ihm sagen würde, wenn es denn wirklich so ist. Naja, klar. Na? Ja. Also ich würde wirklich dringend raten, das nochmal so anzugehen. Und vor allen Dingen versucht es nicht alleine, weil ich habe den Eindruck, dass es wirklich zu verfahren ist, die Situation. Aber würde ich ihm nicht mehr bringen? Ich meine, es ist schon so, ich bin schon auch sehr dominant. Ich gebe das auch zu und so weiter. Mhm. Würde ich ihm aber doch dann mehr bringen, wenn ich in dem Fall gar nicht unbedingt, wenn er auch über mich schimpfen will und über seine Mutter schimpfen will, dann ist es doch vielleicht gar nicht so unbedingt gut, wenn ich dabei bin. Dann kann er doch einfach... Vielleicht hat er ja auch in vielen Dingen recht und es ist gut, wenn man dir das auch mal klar ins Gesicht sagt. Mhm. Gerade weil du so eine dominante Frau bist. Gerade mit einer dominanten Person muss man ja sogar recht herbe umgehen, damit die kapiert, wo es lang geht. Ja. Ne? So, ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin mal eben kurz redest, dass sie dir noch vielleicht ein paar sehr gute Anlaufstellen gibt in eure Umgebung. Ja, gut. Okay, du legst auf und die Elke ruft zurück. Jo, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Ihr Lieben, morgen übrigens, das zwischendurch gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen ist Feiertag. Das heißt, wir haben es gut hier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt keine Sendung morgen. Morgen ist Feiertag. Wir sind dann erst wieder im Radio und im Fernsehen in der Nacht von Freitag auf Samstag. So, jetzt ist die Gabi hier. Und Gabi ist 24. Hallo. Hallo. Hallo Gabi. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin seit über 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und der hat einmal einen Seitensprung gemacht. Mhm. Und mit seiner Ex-Freundin, sie hätte ihn verführt. Und jetzt vor 3 Wochen hat sie sein Kind entbunden. Wobei er mir ja immer gesagt hat, ich bin seine Traumfrau und er liebt mich und dies und jenes. Also das Kind ist das Produkt dieses einen Seitensprungs. Ja. Es gab also wirklich auch nur einen Seitensprung. Ja, genau. Das glaubst du ihm auch? Ja, wir haben schon vieles gemeinsam gemeistert und jetzt kommt natürlich der Schlag ins Gesicht, sage ich mal. Ne? Wann hast du es erfahren? Erfahren habe ich es, ja, im Prinzip der Seitensprung selber, nachdem wir selber miteinander geschlafen haben und ich dann halt gefragt habe, warum das denn so anders ist, ob er irgendwo was anderes hatte und da hat er dann gleich drauf reagiert. Also das war cool, unmittelbar nachdem er das gemacht hat. Ja. Und wann hast du erfahren, dass die Frau schwanger war und dieser von ihm? Ja, ungefähr 2 Monate später. Ja, und dann hatte ich jetzt vor kurzem, also wie gesagt, denn wir waren ja trotz alledem, trotz der Schwangerschaft noch zusammen. Wir sind auch immer noch zusammen, aber irgendwie läuft das gar nicht mehr, seitdem das Kind da ist. Er zieht sich völlig zurück. Er hat mir immer gesagt, ich bin seine Traumfrau und er liebt mich und er möchte mit mir eine gemeinsame Zukunft. Wir haben ja selber an Familie gedacht. Mhm. Ja, und seit das Kind da ist, läuft alles schief. Er zieht sich völlig zurück. Keine Geborgenheit, keine Zärtlichkeit, kein gar nichts mehr. Mhm. Woran liegt das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist er denn daran interessiert, eventuell, oder unterstellst du ihm oder mutmaßst du vielleicht, dass er doch noch verliebt ist in die Frau? Nein, und also zu der Frau weg will, zu der Frau will? Das widerspricht er ganz und gar. Glaubst du ihm das? Ja, irgendwo schon. Das glaubst du ihm? Ja, und jetzt war der Nächste, haben wir jetzt vor kurzem, habe ich ihn gefragt, ob er denn mal dort übernachtet hat. Und er sagte ja, da habe ich gefragt, wie oft. Und er meinte dann halt, er könnte es nicht mehr zählen. Und das war halt irgendwo der nächste Schlag ins Gesicht. Wie, jetzt in der letzten Zeit oder was? Ja, seit das Kind da ist. Achso, sich um das Kind zu kümmern. Ja. Jetzt ist er wahrscheinlich völlig hin und her gerissen. Er ist jetzt Vater, sieht sein Kind, möchte sich gern um das Kind kümmern. Richtig. Er hat dich, die er vielleicht sehr liebt. Ja. Kann ja sein, dass es sogar stimmt, wie er es alles darstellt. Und da ist die Frau, zu der er vielleicht wirklich, wirklich nicht mehr zurück will. Und hängt völlig zwischen den Seilen. In Seilen. Das kann ja sein. Ja. So. Ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Mhm. Und er ist dann öfters bei ihr gewesen, was dir natürlich dann wieder wehtut. Ne? Richtig. Wie alt ist er? 29. Habt ihr so ein Perspektivengespräch geführt? Hast du gefragt, wie er sich das jetzt weiter vorstellt? Also als allererstes hat er gesagt, er möchte einen Vaterschaftstest machen. Mhm.
Und ja, er weiß halt nicht wirklich, was dann ist. Wenn es sein Kind ist, dann möchte er natürlich für das Kind da sein. Ganz. Aber das fällt ihm jetzt früh ein. Richtig. Warum nicht sofort den Vaterschaftstest gemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke mal, er hat Angst vor der Entscheidung, weil er dann wohl auch meinte, er weiß nicht, wie er das denn vereinbaren kann mit seinen Gefühlen, wenn es nicht sein Kind ist, weil er hat es ja nach der Entbindung gleich auf dem Arm gehabt und hat man ja dann doch schon, ich sag mal, Vatergefühle. Ich kann das schlecht beurteilen, aber das vermute ich ja jetzt einfach mal. Ja gut, also das halte ich aber für das geringere Problem. Wenn er dann erfährt, dass es nicht sein Kind ist und dass er dem Kind schon etwas Liebe und Zärtlichkeit geschenkt hat, das wird er ja wohl verkraften können. Ja. Also das ist ja nun wirklich, also lieber Himmel. Aber was ist, wenn es sein Kind ist? Ich meine, was ja, das ist ein Problem. Das finde ich wirklich ein Problem. Er hat ein Kind, er hat eine Freundin, er hat eine Ex-Frau. So, jetzt muss er sehen, wie er da seine Rolle findet, mittendrin. Also er ist halt völlig überfordert mit der Situation, das merkt man auch. Will denn die Frau ihn zurück? Also er hätte wohl gesagt, momentan macht sie gar keine Anspielung, aber andersrum ist das wohl ihre große Liebe. Und ich denke mal, sie wird natürlich alles von setzen, ihn zurückzukriegen. Ich denke mal, wenn er da übernachtet, dann ist es ja wohl nicht mehr schwer, irgendwo irgendwas zu machen. So, und ich finde, Gabi, wenn du sagst, dass dieser Mann ist auch meine große Liebe, ist es? Ja. Da musst du jetzt aber wirklich tapfer dabei bleiben. Wirf die Flinte bloß nicht so schnell ins Korn. Es gibt zwei ganz, ganz gewichtige Fragen. Die eine Frage ist einmal, liebst du diesen Mann sehr? Du sagst ja. Ja. Die andere gewichtige Frage, liebt dieser Mann dich auch sehr? Ja. So, und wenn das wirklich, wirklich der Fall ist, dann müsst ihr beide zusammen einen Weg finden. Ich komme aber gar nicht an ihn ran. Also alles, was ich tue, ist eigentlich grundsätzlich verkehrt. Wir haben vorher hing er mir sozusagen am Rockzipfel. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass jeder Anruf, jeder SMS war. Wir haben ja auch noch 50 Kilometer Entfernung zwischen uns, dass jeder Anruf, jeder SMS irgendwo zu viel ist. Wenn ich da bin, dann merke ich richtig, dass irgendwo Stunk in der Luft liegt oder der eine aufpasst, was der andere sagt. Ich finde es wichtig, dass du nicht zu sehr beleidigt bist, die Beleidigte spielst und auch nicht zu sehr Druck auf ihn ausübst. Dass der jetzt da ab und zu mal geschlafen hat, weil das wahrscheinlich sein Kind ist und er da auch angerührt ist, finde ich alles noch nicht so ganz schlimm. Ich finde es nur schlimm für dich, wenn der noch latent an dieser Frau hängt. Dann finde ich es schlimm. Dass der das Vatergefühl hat und da durcheinander ist, finde ich, müsste es jetzt ein großes Herz haben und souverän erstmal mit umgehen. Und dann musst du ihm natürlich klar machen, dass da kannst du schon einen gewissen Druck ausüben, finde ich schon, dass ihr jetzt einen Konsens, irgendwie ein Modell finden müsst, dass du musst ja akzeptieren, dass das Kind da ist. Ja klar, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Und du musst auch akzeptieren, dass er sich um das Kind kümmert. Das musst du auch keine Steine im Weg. Na, das musst du auch machen, sonst machst du euch kaputt. Ja. Und wenn er das richtig kapiert, dass du nicht zickig bist, dass du nicht eifersüchtig bist auf das Kind, sondern dass du sagst, okay, das ist jetzt dein Kind, ich nehme dieses Kind auch an als dein Kind, ist das schon mal ein großer Schritt, finde ich. Dann muss er aber auch dir entgegenkommen und muss sagen, okay, ich bekenne mich jetzt auch zu dir und ich sage dir, du bist meine große Liebe und ich finde jetzt eine für uns alle verträgliche Rolle, dass ich mich um das Kind kümmere. Aber du bist meine Frau und bei dir bin ich. Und genau das Gefühl vermittelt er mir momentan überhaupt. Ist vielleicht auch alles noch ein bisschen frisch. Wollen wir ihm noch ein bisschen Zeit gönnen? Aber du musst schon klar sein und mach bloß nichts kaputt jetzt. Wenn du jetzt zu beleidigt, wie ich es gerade schon sagte, reagierst oder ich kann mir vorstellen, dass deine Nerven auch blank liegen. Ja. Ist mir klar. Ist völlig klar. Jetzt musst du da wirklich tapfer rangehen. Er ist auch eher so ein etwas labilerer Typ. Ja. Weicherer Typ. Ja. Ja, das habe ich schon gehört. Ja. Ja, da musst du erst mit Kunst, Handgriffen das versuchen zu handeln. Da gibt es jetzt gar nicht so einen ganz klugen theoretischen Ratschlag. Wichtig ist, dass du davon überzeugt bist, dass der dich wirklich liebt. Also Zeit geben. Ja, und wenn der dich wirklich liebt, bin ich hundertprozentig sicher, dass er auch wieder einen Weg zu euch ordentlich findet. Bin ich ganz sicher. Ja gut, dann bleibt mir ja wohl irgendwo nichts anderes übrig. Ja. Und du darfst natürlich dir auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Mhm. Ist ja auch klar. Aber wenn er da jetzt ein paar Mal übernachtet hat, ist doch egal. Wenn der von der Frau nichts mehr will, ist doch völlig egal. Lass ihn übernachten. Ich finde das recht komisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber weißt du, man kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Er hat diesen kleinen Wurm da in der Hand und der hat vielleicht oft geschrien und sie ist auch irgendwie müde. Und dann hat er gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt halt auch mal so hier und helfe dir ein bisschen. Mhm.
tut alles weh, ist mir klar. Ja. Ist mir völlig klar, weil das auch eine Welt ist, zu der du gar keinen Zugriff hast. Ja, vor allen Dingen, ich denke mal, wenn wir haben uns vorher, weiß ich nicht, jedes Wochenende gesehen und hin und wieder mal in der Woche. Wenn das jetzt einmal in die Woche ist, dann ist das schon recht viel. Also du musst ihm schon klar machen, also bei allem, dass du ihm die Leine langlaufen lässt, aber du musst ihm schon auch klar machen, hier bin ich auch. Ja. Und ich bin die Frau, die dich liebt und ich bin die Frau, die du auch liebst. Also du musst dich auch um mich kümmern, um unsere Beziehung. Sonst geht unsere Beziehung kaputt. Das musst du schon ihm klar auch machen. Mhm. Aber ich glaube, man wird immer glaubwürdig, wenn man selbst souverän und großzügig ist. Mhm. Ich glaube, dass das die Leute am meisten beeindruckt. Nicht, wenn man kleinkariert ist und Vorwürfe macht und Druck macht bei den Menschen. Macht man fast alles kaputt. Man kann fordern, aber man muss auch auf der anderen Seite großzügig sein. Mhm. Und so würde ich versuchen, dir jetzt zu raten, dass du dich da in die nächsten Wochen und Monate da so verhältst. Und er soll den Vaterschaftstest sehr schnell machen, damit er wirklich dann auch Klarheit hat. Ja. Ne? Wie viel kostet eigentlich so ein Vaterschaftstest? Ich weiß es nicht. Ich höre manchmal sowas und sowas. Ich mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Mhm. Aber wir rufen dich gleich nochmal an und dann gibt es Auskunft von meinen Leuten hier im Hintergrund. Ja, das wäre super. Okay, ja. Wir melden uns nochmal. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Du kannst mich ruhig siezen, ich habe dich auch geduzt. Ich habe dich auch die ganze Zeit geduzt. Ja, gut. Tschüss, Gabi. Tschüss. Tschüss. Und Martin, 41 Jahre alt, hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Martin. Dein Thema. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu so einer wundervollen Sendung. Danke. Finde ich also sehr, sehr klasse. Mhm. Also jetzt zu meinem Problem. Meine Frau, die ist also 37. Mhm. Wir sind also seit 14 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, 12 und 10 Jahre alt. Und meine Frau möchte also unbedingt mal in so einen Swingerclub. Ja, und du nicht? Ja, doch, ich schon. Würde mich schon reizen. Nur das Problem ist, meine Frau nimmt keinerlei Verhütung, weil ich habe mich vor 4 Jahren sterilisieren lassen. Mhm. Und das Problem ist also, ich habe da so ein bisschen Angst, dass meine Frau da schwanger wird. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen ganzen Dingen umgehen soll. Ich möchte ihr den Wunsch gerne erfüllen, weil ich also auch selber neugierig bin. Ja. Also, ich meine, sie nimmt nicht die Pille. Nein, gar keine Verhütung. Gar keine. Sie lehnt alle Verhütung bei sich ab. Ja, was heißt, sie lehnt es ab? Also, nachdem ich mich habe sterilisieren lassen und das Ergebnis vom Doktor war, also ich kann also keine Kinder mehr zeugen, hat sie also die Pille sein gelassen oder überhaupt alle Verhütungen. Also Martin, ich finde das A und O, wenn man jetzt in einen Swingerclub geht, ist sowieso, dass ohne Kondome nichts läuft. Ja, das sehe ich ja wohl ein. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist tatsächlich ja von meiner Seite her klar, natürlich. Wie, und von Ihrer Seite aus nicht? Ja, doch auch, aber man liest ja und hört ja auch immer wieder, dass die Dinger irgendwann mal kaputt gehen können und was weiß ich. Okay, was spricht denn dann dagegen, dass, also wenn ihr jetzt das schon wollt und ihr jetzt ganz sicher gehen wollt und wir sehen die Kombination Kondom plus ein anderes Verhütungsmittel für sie, das kann sie doch jetzt dann anwenden, auch wenn ihr es bisher nicht gebraucht habt, dann kann sie es doch jetzt eben machen und initiieren. Ja, sie ist sich nicht ganz sicher, was man da überhaupt nehmen soll. Da gibt es ja 1000 verschiedene Sachen. Ja, dann geht die junge Frau mal einmal zu ihrem Gynäkologen und lässt sich beraten, was für sie das Allerbeste ist in ihrer Situation und dann weiß sie es und das Problem ist gelöst. Und die Kondome kommen eh noch dazu, also braucht ihr da keine Sorge haben, dass sie da schwanger wird. Ja, ich sehe da ein kleines anderes Problem. Ich meine, das ist alles nicht so mit rechten Dingen. Meine Frau war arbeitslos sehr, sehr lange Zeit und ging auch nicht wegen den Kindern. Und jetzt ist sie seit einem halben Jahr ist sie wieder in Arbeit und seitdem fängt sie damit an. Mhm. Ne? Und ich habe so ganz stark die Befürchtung, sie arbeitet also in einer Großküche, da wo also auch Männer drin rumlaufen und nicht nur Frauen. Und dass sie da irgendwie was hat mit einem anderen Mann auch, nicht direkt jetzt so. Es kann ja sein, Martin, dass sie da auf dumme Gedanken gekommen ist in ihrer Großküche. Aber ja, es mag,
Mag möglich sein. Nur sie hat sich konkret schon so einen Club ausgesucht und hat gesagt, ich habe gehört und ich weiß aber, und da möchte ich... Warte, ich unterbreche mal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Es ist doch gut, dass sie es dir sagt und dass sie sagt, komm, wir lass uns das zusammen machen. Sei doch froh. Und nach so vielen Ehejahren ist es ja auch normal, vielleicht, dass die Luft ein bisschen raus ist. Und wenn sie sagt, komm, wir machen das jetzt wir beide zusammen, ist es doch eine tolle Aktion von ihr. Sie macht es nicht heimlich, sie geht ja nicht fremd. Sie will mit dir zusammen in einen Swingerclub gehen. Verschließe dich da doch nicht. Ja, aber jetzt kannst du nichts antworten, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich nochmal an, okay? So machen wir es. Legst du auf, wir melden uns nochmal. In der Technik, Jens Diegel. Morgen sind wir nicht da, aber in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Und da, wo Feiertag ist, wünsche ich auch einen schönen Feiertag. Bis dahin. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Saarländischer Rundfunk, Nachrichten. Washington. In einer feierlichen Prozession ist der Sarg des früheren US-Präsidenten Reagan